Servus auf den einzigen Esoterik-Kanal, den was es je wieder brauchen werdet in eurem Leben. Heute machen wir, wie rufe ich mein Krafttier? Wie ihr es alle wisst, gibt es verschiedene Krafttiere und verschiedene Kulte und Völker, die was eigene Krafttiere haben. In dem Video geht es jetzt mal nicht darum, was jedes Krafttier für Eigenschaften hat, sondern rein darum, wie rufe ich mein Krafttier? Also, bleibt dabei! Bevor wir starten können, unser Krafttier zu rufen, muss man sich natürlich zuerst überlegen, welches Krafttier möchte ich haben, das was mir begleitet. Was für Eigenschaften soll das Krafttier mir beibringen und wie soll es mich unterbewusst steuern? Und als nächstes kommt dann die vorbereitende Maßnahme zur Rufung. Zuerst müssen wir unseren Körper in Schwingung versetzen. Das bedeutet, eine Stunde vor der Übung kein Kaffee und keine Zigaretten oder Red Bull oder sonstige beeinflussende Mittel. Danach holt man sich ein Glas Wasser und trinkt das komplett aus. Nächster Schritt ist die meditative Haltung. Also eine bequeme Haltung, keine verkreuzten Beine oder Arme. Und dann mit der Nase tief einatmen und den Mund wieder aus. Den ganzen Körper zur Ruhe bringen. All den ganzen Stress, den was man im Alltag hat, zurücklassen. So lange, bis der Körper komplett ruhig ist und man in der Leere versinkt. Wir füllen unseren Körper mit der kompletten Leere, bis nur mehr schwarz oder ein, zwei kleine Gedanken übrig sein. Nichts für den Alltag oder was gestern war, sondern einfach nur das Nichts, das reine Schwarz. In diesem leeren Zustand konzentrieren wir uns jetzt auf unser Krafttier. Wir stellen uns einfach das Tier vor, bildlich oder wie es sich bewegt. Wenn man es sich nicht vorstellen kann, dann sagt man es einfach in Gedanken. Das Krafttier, das was man gerade sich ausgesucht hat. Als nächstes ruft man in Gedanken ins komplette Universum hinaus den Namen des Krafttiers. Punkt, Punkt, Punkt. Ich rufe dich. Komm zu mir und sei mein Begleiter für mein Leben. Bring mir deine Weisheiten bei und führe mich auf meinem Wege. Punkt, Punkt, Punkt. Ich rufe dich. Komm zu mir und sei mein Begleiter. Diesen Satz wiederholt man dann dreimal. Man wartet ein bisschen und man vertraut darauf, dass dein Rufen und dein Bitten erhört wird. Es kann vielleicht ein bisschen länger dauern, bis das Krafttier kommt, aber es wird zu dir kommen und dich begleiten. Am Ende der Anrufung sagt man dann, ich gehe den Pakt mit dir ein. Und damit ist die Sache eigentlich schon beendet. Dein Krafttier, ob du es jetzt Segen spüren oder gar nichts spürst und gar nichts siehst, es wird dich trotzdem begleiten und versuchen unterbewusst deine Entscheidungen zu steuern bzw. umzulenken, je nachdem welches Krafttier man hat. Also sollte man sich eigentlich vorher bewusst machen, was für ein Krafttier ich mir aussuche. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte in Sanftmund leben und mir dann einen Stier als Krafttier hole, dann wäre ich irgendwie immer in Konfliktsituationen kommen und mir dann immer fragen, warum, wieso, hä, wieso passiert das jetzt? Also, man soll etwas immer vorsichtig sein. Man muss sich natürlich nicht nur auf ein Krafttier beschränken, man kann natürlich auch mehrere haben, beziehungsweise für verschiedene Lebenssituationen verschiedene Krafttiere als Begleiter herholen. Und dann gibt es natürlich auch so manche Schamanen oder Mönche, die haben dann natürlich 10 oder 20 Krafttiere, die was ihnen helfen, den Weg zu finden. Kurze Anmerkung zuletzt, Krafttiere sind keine Geistführer oder Geisthelfer oder Dämonen, die was die heimsuchen. Es gehört zu einer anderen Art Wesenheiten, beziehungsweise einer Art von Frequenz, die was dich in deinem Leben begleitet. Außerdem sind Krafttiere nicht mit den realen Tieren zu vergleichen, sondern spirituelle Wesen, die was ihre eigenen Eigenschaften haben. Ja, wenn ihr noch mehr von dem schamanischen Gedöns oder Esoterik-Kacke haben wollt, dann schaut euch gerade meinen Kanal durch und da werden immer wieder neue Videos abgeloadet. Also, bleibt dabei, Glocke, abonnieren, hab euch lieb.